Ich will nicht lange um den heißen Brei herumreden. Die Situation, in der wir uns befinden, ist ernst und auch gefährlich. Aber nan kevala. Das herausragende und mit Abstand wichtigste Merkmal der aktuellen Situation ist die historisch einmalige Vermögens- und Machtkonzentration, unter der wir leben. Noch nie in der gesamten Geschichte der Menschheit haben so wenige Menschen so viel besessen wie heute. Ein App-Begleitgesetz muss ausschließen, dass die App zur Eintrittskarte für das öffentliche Leben wird. Ein Begleitgesetz muss die Zweckentfremdung der App durch staatliche Stellen oder durch Dritte, so gut es geht, verhindern. Unsere Regierung hat zu Beginn der Pandemie ausschließlich solche Wissenschaftler zu Rate gezogen, die sich in der Vergangenheit bereits mehrmals disqualifiziert hatten. Und zwar, indem sie bei früheren Pandemien der Vogelgrippe und der Schweinegrippe durch maßlos übertriebene Voraussagen Angst und Panik geschürt haben. Dazu hat das systematische Schüren der Angst wirklich viele wirklich Kranke davon abgehalten, Ärzte oder Notaufnahmen aufzusuchen, viele ältere und einsame Menschen depressiv gemacht, die Fälle häuslicher Gewalt in die Höhe getrieben und die Hotlines der Nottelefone heiß laufen lassen. Wir haben ein bisschen improvisiert. Ich denke mal, das Meditieren hat ja trotzdem, denke ich mal, eine Atmosphäre geschaffen im Vorwege. Und heute Abend wollen wir dann alle Leute einladen, ja, zum Tanzen der Demokratie. Ich glaube, bis 21 Uhr oder? Bis 22 Uhr. Bis 22 Uhr können wir also so viel tanzen, wie wir wollen. Unser Bus ist ja auch ein, ja, unser Bus ist ja auch eine DJ, hat ja eine DJ-Kanzel und wir haben einen tollen DJ eingeladen. Und vorher werden auch noch
ja, Mantras gesungen und wir werden im Bus oder ich werde im Bus alle fotografieren mit dem Grundgesetz und zur Ignorance Pull the Trigger Kampagne. Also wer Lust hat und sich mit dabei sein möchte bei der Kampagne, die mittlerweile ja weltweit geht, der ist herzlich eingeladen, es kostet nichts. Bitte auch da natürlich ein bisschen auf den Abstand achten und ja, ich freue mich, wenn ihr alle kommt. Wir können so bestimmt 200 Leute fotografieren und ich werde alles geben, dass jeder sein Foto bekommt. Dass es eine Demo gibt mit 500.000 Menschen in Berlin. Ist das nicht geil, oder? Weil es hat sich hier ein riesiges Herz ausgebreitet. Wir sind hier voll dabei, genau auf der Spur, wie ich das in meiner Vision schon immer hatte, dass die Menschen zusammenkommen, dass sie tanzen, dass sie feiern, dass sie ihr Herz leben, dass sie einfach die Welt erschaffen, die wir alle erschaffen wollen, die wirklich lebenswert ist. Und dieses Herz tragen wir zusammen nach Berlin, würde ich sagen, oder?
mitgewirkt haben, egal ob es die Polizei war. Noch ein Riesenapplaus für unsere Polizei Stuttgart. Dankeschön! Wahnsinnig geilen Job, den ihr hier macht, wirklich. Vielen, vielen herzlichen Dank für diese Verantwortung, die ihr übernehmt. Vielen herzlichen Dank an alle euch. Wirklich, applaudiert bitte jetzt genau euch selber. Denn nur mit euch funktioniert das Ganze so, wie es ist. Namaste, liebe Freunde der Meditation. Wir stehen mal wieder vor dem Creative Caravan. Wir stehen hier an einem wunderschönen Ort und bereiten uns wieder vor auf Darmstadt. Darmstadt findet am Samstag um 15 Uhr statt. Wir freuen uns wirklich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Wir werden diese Woche extrem viele tolle Videos für euch drehen. Wir fahren in die Schweiz und besuchen da eine Unschooling-Familie. Wir werden einen Demenzbauernhof besuchen. Wir haben einen Sportler, den wir interviewen werden. Wir werden ganz viele tolle Videos für euch drehen. Und wir hoffen darauf, dass ihr uns weiterhin mit Spenden unterstützt. Der Creative Caravan ist für euch unterwegs. Wir fahren die nächsten Wochen von einer Demonstration zur nächsten und drehen immer zwischen den Wochenenden dann tolle Videos für euch, die ihr dann bei KenFM oder bei uns auf unserem Kai Stuth Creative Caravan Kanal sehen könnt. Ich hoffe, ihr seid zufrieden mit unserer Arbeit und wir sehen uns dann spätestens am Samstag um 15 Uhr in Darmstadt.